Zweiter Teil des fünften Kapitels. Der zögernde Beitritt der deutschen Mittelstaaten, die sich in Bamberg beraten hatten, zu dem Vertrage vom 20. April, die Bemühung des Grafen Buol, einen Kriegsfall zu schaffen, die durch die Räumung der Walachei und Moldau seitens der Russen vereitelt wurden, die von ihm beantragte und im Geheimnis vor Preußen abgeschlossene Allianz mit den Westmächten vom 2. Dezember, die vier Punkte der Wiener Konferenz und der weitere Verlauf bis zu dem Pariser Frieden vom 30. März 1856 sind von Sübel aus den Archiven dargestellt und meine amtliche Stellungnahme zu allen diesen Fragen ergibt sich aus dem Werke Preußen im Bundestage. Teil 3 des fünften Kapitels. In dieser Situation trieb die Wochenblattspartei, wie sie auch genannt wurde, ein merkwürdiges Doppelspiel. Ich erinnere mich der umfangreichen Denkschriften, welche die Herren unter sich austauschten und durch deren Mitteilung sie mitunter auch mich für ihre Sache zu gewinnen suchten. Darin war ein Ziel aufgestellt, nach dem Preußen als Vorkämpfer Europas zu streben hätte, die Zerstückelung Russlands, der Verlust der Ostseeprovinzen mit Einschluss von Petersburg an Preußen und Schweden, des Gesamtgebiets der Republik Polen in ihrer größeren Ausdehnung und die Zersetzung des Überrestes durch Teilung zwischen Groß- und Kleinrussen, abgesehen davon, dass fast die Mehrheit der Kleinrussen schon dem Maximalgebiet der Republik Polen gehört hatte. Zur Rechtfertigung dieses Programms wurde mit Vorliebe die Theorie des Freiherrn von Haxthausen-Abbenburg, Studien über die inneren Zustände Russlands, benutzt, dass die drei Zonen mit ihren einander ergänzenden Produkten den 100 Millionen Russen, wenn sie vereinigt blieben, das Übergewicht über Europa sichern müssten. Aus dieser Theorie wurde die Notwendigkeit der Pflege des natürlichen Bündnisses mit England entwickelt, mit dunklen Andeutungen, dass England, wenn Preußen ihm mit seiner Armee gegen Russland diene, seinerseits die preußische Politik in dem Sinne, den man damals den Gotha nannte, fördern würde. Von der angeblichen öffentlichen Meinung des englischen Volkes im Bunde bald mit dem Prinzen Albert, welcher dem Könige und dem Prinzen von Preußen unerbittene Lektionen erteilte, bald mit Lord Palmerston, der im November 1851 gegen eine Deputation radikaler Vorstädter England als den einsichtigen Sekundanten jedes für seine Freiheit kämpfenden Volkes bezeichnete, und später in Flugschriften den Prinzen Albert als den gefährlichsten Gegner seiner befreienden Anstrengungen denunzieren ließ, von diesen Hilfen wurde die Gestaltung der deutschen Zustände mit Sicherheit vorhergesagt, welche später von der Armee des Königs Wilhelm auf den Schlachtfeldern erkämpft worden ist. Die Frage, ob Palmerston oder ein anderer englischer Minister geneigt sein würde, Arm in Arm mit dem gothaisierenden Liberalismus und mit der Fronde am preußischen Hofe Europa zu einem ungleichen Kampf herauszufordern und englische Interessen auf dem Altar der deutschen Einheitsbestrebungen zu opfern, die weitere Frage, ob England dazu ohne anderen kontinentalen Beistand als den einer in coburgische Wege geleiteten preußischen Politik imstande sein würde, diese Fragen bis ins Ende durchzudenken, fühlte niemand den Beruf, am allerwenigsten die Fürsprecher derartiger Experimente. Die Phrase und die Bereitwilligkeit, im Parteiinteresse jede Dummheit hinzunehmen, deckte alle Lücken in dem windigen Bau der damaligen westmächtlichen Hofnebenpolitik. Mit diesen kindischen Utopien spielten sich die zweifellos klugen Köpfe der Bethmann-Hollwegischen Partei als Staatsmänner aus, hielten es für möglich, den Körper von 60 Millionen Großrussen in der europäischen Zukunft als ein Caput Mortuum zu behandeln, welches man nach Belieben misshandeln könne, ohne daraus einen sicheren Bundesgenossen jedes zukünftigen Feindes von Preußen zu machen und ohne Preußen in jedem französischen Kriege zur Rückendeckung gegen Polen zu nötigen, da eine Polen befriedigende Auseinandersetzung in den Provinzen Preußen und Posen und selbst noch in Schlesien unmöglich ist, ohne den Bestand Preußens aufzulösen. Diese Politiker hielten sich damals nicht nur für weise, sondern wurden in der liberalen Presse als solche verehrt.
Von den Leistungen des Preußischen Wochenblatts ist mir unter anderem eine in der Erinnerung geblieben, ein Memoir, das angeblich unter dem Kaiser Napoleon in dem Auswärtigen Amte in Petersburg behufs Unterweisung des Thronfolgers ausgearbeitet war und die in dem Apokryphen, ungefähr um das Jahr 1810 in Paris entstandenen Testamente Peters des Großen niedergelegten Grundzüge der russischen Politik auf die Gegenwart anwendet und Russland mit einer gegen alle Staaten gerichteten Minierarbeit zum Zwecke der Weltherrschaft beschäftigt erscheinen lässt. Es ist mir später mitgeteilt worden, dass dieses in die ausländische, namentlich die englische Presse übergegangene Elaborat von Konstantin Franz geliefert war. Während Goltz und seine Berliner Genossen ihre Sache mit einem gewissen Geschick betrieben, von welchem der erwähnte Artikel eine Probe ist, war Bunsen, Gesandter in London, so unvorsichtig, im April 1854 dem Minister Manteuffel eine lange Denkschrift einzusenden, welche die Herstellung Polens, die Ausdehnung Österreichs bis in die Krim, die Versetzung der ernestinischen Linie auf den sächsischen Königsthron und dergleichen mehr forderte und die Mitwirkung Preußens für dieses Programm empfahl. Gleichzeitig hatte er nach Berlin gemeldet, die englische Regierung würde mit der Erwerbung der Elbherzogtümer durch Preußen einverstanden sein, wenn letzteres sich den Westmächten anschließen wolle, und in London hatte er zu verstehen gegeben, dass die preußische Regierung dazu unter der bezeichneten Gegenleistung bereit sei. Zu beiden Erklärungen war er nicht ermächtigt. Das war denn doch dem Könige, als er dahinter kam, zu viel, so sehr er Bunsen liebte. Er ließ ihn durch Manteuffel anweisen, einen langen Urlaub zu nehmen, der dann in den Ruhestand überging. In der von der Familie herausgegebenen Biografie Bunsens ist jene Denkschrift, mit Weglassung der ärgsten Stellen, aber ohne Andeutung von Lücken, abgedruckt, und die amtliche Korrespondenz, welche mit der Beurlaubung endigte, in einseitiger Färbung wiedergegeben. Einem Jahre 1882 in die Presse gelangt der Brief des Prinzen Albert an den Freiherrn von Stockmar, in welchem der Sturz Bunsens aus einer russischen Intrige erklärt wird und das Verhalten des Königs sehr abfällig beurteilt wird, gab Veranlassung, den vollständigen Text der Denkschrift und, immer noch mit Schonung, den wahren Hergang der Sache nach den Akten zu veröffentlichen. Siehe Deutsche Revue 1882. In die Pläne der Ausschlachtung Russlands hatte man den Prinzen von Preußen nicht eingeweiht. Wie es gelungen, ihn für eine Wendung gegen Russland zu gewinnen, ihn, der vor 1848 seine Bedenken gegen die liberale und nationale Politik des Königs nur in den Schranken brüderlicher Rücksicht und Unterordnung geltend gemacht hatte, zu einer ziemlich aktiven Opposition gegen die Regierungspolitik zu bewegen, trat in einer Unterredung hervor, welche ich mit ihm in einer der Krisen hatte, in welchen mich der König zum Beistande gegen Manteuffel nach Berlin berufen hatte. Ich wurde gleich nach meiner Ankunft zu dem Prinzen befohlen, der mir in einer durch seine Umgebung erzeugten Gemütserregung den Wunsch aussprach, ich solle dem Könige im westmächtlichen und antirussischen Sinne zureden. Er sagte, Sie sehen sich hier zwei streitenden Systemen gegenüber, von denen das eine durch Manteuffel, das andere russenfreundliche durch Gerlach und den Grafen Münster in Petersburg vertreten ist. Sie kommen frisch hierher, sind vom Könige gewissermaßen als Schiedsmann berufen. Ihre Meinung wird daher den Ausschlag geben, und ich beschwöre Sie, sprechen Sie sich so aus, wie es nicht nur die europäische Situation, sondern auch ein richtiges Freundesinteresse für Russland erfordert. Russland ruft ganz Europa gegen sich auf und wird schließlich unterliegen. Alle diese prächtigen Truppen, es war dies nach den für die Russen nachteiligen Schlachten von Sebastopol, alle unsere Freunde, die dort geblieben sind, er nannte mehrere, würden noch leben, wenn wir richtig eingegriffen und Russland zum Frieden gezwungen hätten. Es würde damit enden, dass Russland, unser alter Freund und Bundesgenosse, vernichtet oder in gefährlicher Weise geschädigt würde. Unsere
von der Vorsehung gegebene Aufgabe sei es, den Frieden diktatorisch herbeizuführen und unseren Freund auch gegen seinen Willen zu retten. In dieser Form etwa hatten Goltz, Albert Portalais und Usedom in ihrer auf den Sturz Manteuffels berechneten Politik die Preußen gegen Russland zugedachte Rolle dem Prinzen annehmbar gemacht, wobei die Abneigung der Prinzess, seiner Gemahlin, gegen Russland ihnen behilflich gewesen sein wird. Um ihn aus diesem Gedankenkreis loszumachen, stellte ich ihm vor, dass wir absolut keinen eigenen Kriegsgrund gegen Russland hätten und kein Interesse an der orientalischen Frage, dass einen Krieg mit Russland oder auch nur das Opfer unserer langjährigen guten Beziehungen zu Russland rechtfertigen könnte. Im Gegenteil, jeder siegreiche Krieg gegen Russland unter unserer nachbarlichen Beteiligung belade uns nicht nur mit dem dauernden Revanchegefühl Russlands, das wir ohne eigenen Kriegsgrund angefallen, sondern zugleich mit einer sehr bedenklichen Aufgabe, nämlich die polnische Frage in einer für Preußen erträglichen Form zu lösen. Wenn eigene Interessen keinesfalls für, eher gegen einen Bruch mit Russland sprechen, so würden wir den bisherigen Freund und immerwährenden Nachbarn, ohne dass wir provoziert wären, entweder aus Furcht vor Frankreich oder im Liebesdienste Englands und Österreichs angreifen. Wir würden die Rolle eines indischen Vasallenfürsten übernehmen, der im englischen Patronat englische Kriege zu führen hat, oder die des Yorkshire Corps beim Ausmarsch zum Kriege 1812, wo die damals berechtigte Furcht vor Frankreich uns zu dessen gehorsamen Bundesgenossen zwangsweise gemacht hatte. Den Prinzen verletzte mein Ausdruck mit zorniger Röte, unterbrach er mich mit den Worten: Von Vasallen und Furcht ist hier gar keine Rede. Er brach aber die Unterredung nicht ab. Wer einmal sein Vertrauen hatte und in seiner Gnade stand, konnte ihm gegenüber sehr frei von der Leber sprechen, sogar heftig werden. Ich nahm an, dass es mir nicht gelungen sei, die Auffassung, der sich der Prinz unter häuslichem, englischem und Bethmann-Hollwigschem Einfluss ehrlich überlassen hatte, zu erschüttern. Gegen den Einfluss der letzteren Partei wäre ich auch bei ihm wohl durchgedrungen, aber gegen den der Frau Prinzessin konnte ich nicht aufkommen. Während des Krimkrieges und, wenn ich mich recht erinnere, aus Anlass desselben, wurde ein lange betriebener Depeschendiebstahl ruchbar. Ein verarmter Polizeiagent, der vor Jahren seine Geschicklichkeit dadurch bewiesen hatte, dass er, während der Graf Bresson, französischer Gesandter in Berlin war, nachts durch die Spree geschwommen, in die Villa des Grafen in Moabit eingebrochen war und seine Papiere abgeschrieben hatte, wurde von dem Minister Manteuffel dazu angestellt, sich durch bestochene Diener Zugang zu den Mappen zu verschaffen, in welchen die eingegangenen Depeschen und die durch deren Lesung veranlasste Korrespondenz zwischen dem Könige, Gerlach und Niebuhr hin und her ging, und von dem Inhalte derselben Abschrift zu nehmen. Von Manteuffel mit preußischer Sparsamkeit bezahlt, suchte er nach weiterer Verwertung seiner Bemühungen und fand eine solche zunächst bei der französischen Gesandtschaft, dann auch bei anderen Leuten. Zu den Kunden des Agenten gehörte auch der Polizeipräsident von Hinkelday. Derselbe kam eines Tages zu dem General von Gerlach mit der Abschrift eines Briefes, in welchem dieser an jemanden, wahrscheinlich an Niebuhr, geschrieben hatte: Nun, der König mit hohem Besuch in Koblenz sei, hätten sich die und die, darunter Hinkelday, dorthin begeben. Die Bibel sagt, wo das Aas ist, da sammeln sich die Adler. Jetzt könne man sagen, wo der Adler ist, da sammelt sich das Aas. Hinkelday stellte den General zur Rede und antwortete auf des Generals Frage, wie er zu diesem Briefe komme: Der Brief kostet mich 30 Taler. Wie verschwenderisch, erwiderte Gerlach. Für 30 Taler hätte ich Ihnen 10 solche Briefe geschrieben.